Hallo Bürgermeister Chris. In Winston ist es jetzt 17.19 Uhr am Mittwoch, dem 3. Januar 2024. Sollen wir loslegen? Ja. Verstanden, ich werde sofort alles vorbereiten. Und los geht's. Es geht los. Sie hat alles vorbereitet. Nicht wundern, das hier ist kein Stream, sondern das wird halt direkt als Video hochgeladen. Ich habe das eben gerade schon mal erklärt, aber weil gestern so ein paar kleine Streaming-Probleme herrschten, ist gerade alles so ein bisschen chaotisch. Daher nehme ich das hier einfach direkt mal auf und werde halt diesen Part und den letzten direkt als Video hochladen und ab morgen geht es dann mit normalen Streams weiter. Daher, do not be confused, do not be afraid, alles ist gut, alles, morgen wird alles wieder so, wie es mal war. Gießen wir noch fix unsere Blümchen, so, die hier auch und die hier auch, sehr schön. Okay, heute war der Plan, dass wir uns eigentlich ein paar Schlummerstädte anschauen. Aber ich habe mir keine rausgesucht, weil ich keine Zeit hatte. Daher, falls jemand von euch vielleicht eine coole Stadt hat, die man sich per Schlummercode angucken könnte, dann haut die gerne mal raus und dann laufen wir da einfach kurz mal rum. Zumindest nachdem ich meine Dailies gedingst habe. Also falls ihr noch Schlummercodes habt oder so. Das geht noch tatsächlich. Bis April geht das noch, hoffe ich. Daher, das müssen wir eigentlich auch noch richtig krass machen, damit wir so eine richtig schöne Schlummer-Showcase-Stadtgeschichte haben, wo wir uns so diverse Städte angucken können, dass wir halt vielleicht auch mal diese, keine Ahnung, irgendwelche Horrorstädte gehen und sowas, uns das mal anschauen oder, gibt vieles, was man irgendwie noch machen sollte. Also behaltet die Codes schon mal bereit. Jetzt brauche ich die noch nicht, aber später dann. Und dann werde ich die Städte einfach richtig hart roasten. Ich werde mich nicht zurückhalten. Wenn eure Stadt mad ugly ist, dann werde ich das leider so sagen und da nochmal einen draufsetzen, okay? Ihr werdet weinen, wenn ich damit fertig bin. Darauf müsst ihr euch vorbereiten. Also, solange ich hier rumlaufe, habt ihr noch Zeit, eure Stadt zu verschönern, das Maximale rauszuholen. Und selbst dann werde ich sie einfach mit Worten niederreißen. Gordon Ramsay in Animal Crossing. Kind of, I guess. Ich bin konstant nett zu euch. Ich bin voll der liebe Dude. Außer wenn es um Animal Crossing Städte geht, die hässlich sind. Da habe ich mein Limit, wenn ich ehrlich sein soll. Ich mag es, dass sie so eine kleine Schleife hinten hat, obwohl sie keine Haare besitzt, aber das ist okay. Ach stimmt, wir haben jetzt oben einen Raum, ne? Okay, das macht Sinn.
So. Der New Horizons Artstyle ist halt, ja, ist halt super clean. Er ist halt einfach so cute maxed. So, er ist halt, er sieht halt, es, also das Spiel sieht halt wahnsinnig hübsch aus. Das ist es nicht, aber er ist halt auch sehr sauber, ne? Es ist, er ist halt sehr, sehr hübsch, sauber, rund, alles ist cute, alles ist süß. Und ich glaube, dass das hier halt in so einem, so einer geringen Auflösung läuft, gibt der ganzen Sache nochmal so ein bisschen so ein Crunch irgendwie, wo das Gehirn selber nochmal so ein paar Sachen mit einfügen muss. Und ich glaube, das macht einiges aus. Was ist denn das da hinten? Wie bist du denn da hochgekommen? Ich höre gerade nur so ein Schnaufen vom anderen Ende des Zimmers und sehe, wie die Kleine auf meiner Fensterbank rumturnt. So, was geht denn, was ist denn da los? Also ich meine, New Horizons auf dem OLED-Switch-Bildschirm ist schon hübsch, so. Ist jetzt, ist, wie gesagt, es ist ja kein hässliches Spiel, aber es ist halt so klinisch niedlich. Hey, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Alles, was ich will, ist das letzte Fossil. Warum ist das jetzt schon wieder so eine Qual? Ich muss aber auch sagen, dass ich das voll cool finde, wie die Blätter im Wind wehen in New Horizons. Das ist halt übelst cool. Das ist halt so richtig, richtig comfy, wenn du einfach nur so da rumstehst und die Blätter wehen so im Wind von den Bäumen. Und das Gras weht so mit im Wind. Es ist schon pretty, finde ich. Es ist schon echt hübsch so. Das ist eine Falle, daher. Die müssen wir nicht ausgraben. Der YouTube-Stream kommt morgen wieder. Das Problem ist, ich habe halt den Part von gestern noch nicht geschnitten und den muss ich noch hochladen. Und wenn ich jetzt den Part von heute vor dem Part von gestern mache, dann ist das halt voll das Durcheinander. Daher, nach dem Video setze ich mich kurz hin, schneide den Part von gestern und lade dann beide zusammen hoch, sodass der von gestern zuerst kommt, der von heute auch danach und dann ist alles cool. Dann sind wir wieder up to date und alles ist super. Und ich bin happy. Alle sind happy. Die Welt ist wieder ein guter Ort. Wo ist das letzte Fossil? Holy shit, ich brauche echt so ein Radar, das mir anzeigt, wo das Ding ist. Hallo C. Junior. Du weißt doch, dass ich dich immer C. Junior nenne, richtig? Meinst du, ich soll mal was Neues probieren, das nicht langweilig wird? Was denn? Tja, also, wie wäre es mit Herzchen? Oh, das ist gut. Juhu, da freue ich mich aber, dass es dir gefällt. Dann sind wir uns einig. Von nun an heißt du Herzchen. Mach das, was auch immer dich glücklich macht, meine Kleine. Die Ente darf mich nennen, wie sie möchte. I don't care. Dann pfeif drauf. So. So.
Oh, das kann nicht sein. Wo kommst du schon wieder her? Ich spüre nur, wie es mir so an die Seite zwickt und... Okay, dann haben wir das schon mal. Das ist ganz gut. So. Wo war ich auf dieser Insel noch nicht, dass ich da schauen kann, ob da... das was hier sein könnte. Ey, ich besitze einfach Persona 3 und 4 für die Switch als Retail und das freut mich sehr doll. Das gab's Retail bei Limited Run. Ja, ich bin mir auch noch unsicher, ob ich Persona 3 mögen werde. Die Charaktere sind halt größtenteils echt cringe und super sexualisiert. Auch echt mäßig cool geschrieben nur. Also, schauen wir mal. Die haben halt alle so ein Trope, was sie leben. Und wenn dir das Trope nicht gefällt, dann kannst du den ganzen Charakter halt instant vergessen. Die sind halt sehr 90s geschrieben. Ah, das ist die beste Aussage der Welt. Ich werde für immer darauf rumreiten. Sorry. Ich kann nicht immer nur Link ärgern. Hier muss jeder mal rankommen. Ey, das kann doch nicht sein. Wo ist denn das dritte Fossil? Das vierte. Oder habe ich das schon? Ich habe das noch nicht, ne? Fehlt mir noch eins. What the fuck is going on? Wo ist denn das? Come on. Was ist hier los? Ich folge einfach mal dem Fluss. Meinem Glück nach ist er irgendwo am Fluss hier. Hey, siehst du aus? Das ist schon Linie, eine Größe und eine Größe. Neulich habe ich ein Turnier Royale. Oh. Von mir aus. Ich kenne die Animal Crossing Kurzfilme. Die werden einfach voll crazy so. Die mag ich echt gerne. Die sind richtig gut geworden. Ist halt der letzte nicht irgendwie auch irgendwie 30 Minuten lang oder so? Das ist halt insane cool. Also der hat die richtig, richtig gut gemacht.
Ich dachte, das sind halt einfach nur so trashy kleine Mini-Animationen, aber nein, die erzählen eigentlich eine richtig coole Story. Und das ist auch wieder so übelst Meta und alles, aber ich mag's trotzdem. Vielleicht ist das Fossil irgendwo hier oben. Ach stimmt, Pokémon Concierge gab's ja auch noch, ne? Das habe ich voll vergessen. Das werde ich mir erstmal anschauen, wenn der Stream hier vorbei ist. Wo könnte das oben links in der Ecke ist die Falle? Ah! Ich werde Leute einfach timeouten in Zukunft, wenn sie sagen, dass ich da nachgucken soll. Seit 2 Wochen erzähle ich euch das Gleiche so. Come on. Das ist da, um es zum 15. Mal zu sagen. Wenn du die Falle ausgräbst und sie mit dir rumträgst oder verkaufst oder wegwirfst, dann spawnt sie am nächsten Tag random neu. Aber wenn du sie irgendwo vergräbst und da lässt, dann ist sie immer da. Das heißt, wenn du sie einfach irgendwo in die Ecke der Stadt pflanzt und einfach nie wieder nachguckst, dann ist sie einfach für immer in dieser Ecke und spawnt halt sonst nirgends. Das heißt, es macht halt voll Sinn, einfach zu sagen, okay, wir packen das Ding dahin und gut ist. Viel wichtiger ist eigentlich, wo ist eigentlich die Zeitkapsel hin? Oder habe ich die deleted einfach? Hatten wir da nicht mal eine? Ist die noch da? Haben wir nicht mehr hier oben vergraben so? Eine Zelda-Tierlist kann ich machen, aber ich habe nicht alle Zelda-Spiele gespielt. Das hat mich bei Final Fantasy auch nicht aufgehalten, also von daher. Okay, ich weiß nicht, wo das letzte Fossil ist und es ist mir egal. Die Zeitkapsel verschwindet, bis ich sie ausgrabe. Echt? Kann ich sie nicht spontan zwischendurch ausgraben? Aber voll praktisch. Ist das nicht das Sofa, was auch... You know what? I don't care. Eigentlich sollte es nicht rauschen. Falls doch, tut es mir leid. Also ich höre es ja gleich, wenn ich das Video hier editiere. Das ist schon, also die sind schon comfy so. Ich glaube, die nehme ich mit. Die Schürwollenjacke, yes. Endlich habt ihr mal so ein paar Klamotten, wo ich sagen würde, die sind voll okay. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Farben halten tatsächlich. Wahrscheinlich so, also mir wurde irgendwie gesagt 2-3 Wochen. Ob es tatsächlich so ist, ist eine andere Frage. Schauen wir mal. Oh, wenn das nicht mega comfy ist. Oh mein Gott.
Ja, das ist jetzt eine Woche, oder? Oh, damn, das sind coole Schuhe, glaube ich. Sind die cool? Der Wanderschuh. Zeig mal. Oh, yes, die finde ich okay. Ich lasse sie gleich an. Also, die sind, es ist schon ein bisschen ausgeblichen. Es ist nicht mehr so krass, wie es war. Aber es ist immer noch, also, es sieht immer noch ziemlich gut aus, würde ich sagen. Oh, definitiv wird der Arzt richtig Bock haben. Auf diesen Bart, so. Ich bin nicht wegen den Rückenschmerzen da, ich bin wegen der Impfung da. Das Ding ist halt auch, das ist so eine, wie nennt man das denn? Ich glaube, das ist so eine krass queer-friendly Praxis. Und wenn ich da jetzt mit so einem Regenbogenbart reinkomme, sind die alle bestimmt, wuhu! Daher, ich bin sehr gespannt, so, ich bin sehr gespannt. Ja, ich komme da rein und sie sind alle direkt so, Slay Girl, yes, he ate, he's giving Rainbow Mother, einfach, he's leaving no crumbs, because they are all in his beard. Ich glaube, für Japan brauchst du keine Impfung. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du Dengue bekommst, aber du kannst die Impfung erst bekommen, wenn du Dengue einmal hattest. Daher, RIP, I guess. Dengue-Fieber, das ist sowas, also keine Ahnung, ich will sagen, es ist sowas wie eine krasse Erkältung, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht wirklich eine Ahnung, was es ist. Das wird da von Mücken verbreitet, aber ich glaube auch nur im Sommer. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, so. Es war aber mal so ein Ding, worauf wir aufpassen mussten, als wir da waren. Daher, das ist halt so, also das ist meines Wissens nach das Einzige, wo ich aufpassen würde. Das Problem mit Dengue ist aber, du kannst es halt mehrmals bekommen. Das erste Mal ist heftig, aber machbar. Und das zweite Mal, wenn du es nochmal bekommst, dann ist es halt richtig, richtig schlimm. Und deswegen wird gesagt, wenn du dich dagegen impfst, musst du es schon einmal gehabt haben, weil sonst bringt das nichts irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, so das ist... Ich bin kein Arzt, ich kann dir das nicht sagen, warum. Aber das ist auf jeden Fall so mein Tipp, den ich geben kann. Ja, oder halt echt einfach mal zum Arzt oder Apotheke gehen und nachfragen, was man so braucht. Also als ich bei der Apotheke damals war, haben die mir einfach nur so Durchfalltabletten gegeben, weil kann ja sein, dass du das Essen nicht verträgst. Und also Anti-Mückenzeug würde ich generell immer mitnehmen. Als wir in Miami waren und da so ein bisschen rumgelaufen sind, ey, da waren auch Schwärme von Mücken um uns herum. Das war krass. Das war richtig, richtig krass so. Ich muss generell meine ganzen Impfungen auffrischen lassen, was halt so dumm ist. Ich hatte damals einen Impfpass und dann habe ich ihn verloren und dann habe ich meine erste Impfung da geholt, einen neuen bekommen. Den habe ich einfach prompt mitgewaschen, so. Jetzt habe ich einfach zwei Impfpässe verloren. Und jetzt Zeit für einen dritten, würde ich sagen. Es ist nicht so, als ob ich das wollte. Es war einfach... Ja.
Ich hatte das einfach in einem Hoodie so in der Tasche drin und ich hab's voll vergessen. Dann habe ich den Hoodie gewaschen und wundere mich, was das für ein gelber Block ist, der da drin ist. Und dann, oh, das war das Dings, der Impfpass, den ich neu bekommen habe. Nun. Ja, Bro really said, I want this Impfpass to be as clean as possible. Und dann, naja, war's mal ein Impfpass. Ich raste aus, Junge. Ich finde einfach das Fossil nicht. Was ist los? Was ist los, frage ich euch. Ich rate einfach jedem, der nach Japan fliegt, dazu ganz, ganz dringend bei Kokos Curry zu essen. Das ist good shit, okay? Der Shit ist halt good. Dafür, dass das halt quasi das Äquivalent zu McDonald's für Curry ist, ist das halt... Junge, das geht halt richtig klar. Es ist so gut. Es ist so gut. I'm screaming, Alter, wo ist das Ding? Ah, was ist denn hier los? Warum finde ich das denn nicht? Wo, in welcher obskuren Ecke ist das bitte versteckt, Mann? Die können nicht am Strand sein, die können nur im Dorf sein. Keine Ahnung. Bürgermeister, ich habe eine geniale Idee für das nächste Stadtverschönerungsprojekt. Willst du sie hören? Mülleimer. Aber warum kann die mir nicht mal was Schönes empfehlen? Warum? Was ist... Why? Einfach nur. Here I am, asking why. Ey, keine Fernostur, ne? Das macht mich auch ultra traurig. Alles, was ich will, warte hier. Wir können Dingens hier mal fragen. Aziza! Mach mal meine Teppiche neu. Hau raus, Mädchen. Lass uns reisen zu deinem Palast, schnell wie Wüstenwind. Ist das schon racist, sowas so zu schreiben? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht unterwegs sein können. Dies hier dein Palast? Ich habe schon perfekten Plan für viel Harmonien in diesem Raum. Ja, ja. Dann werde ich jetzt nehmen deine Sternis. 3000 Sternis, danke. Ja. Jetzt, ich fange an mit Arbeit. Du wartest draußen, ja? Nur kurz. Vielen Dank, danke, ja.
Alles fertig. Neue Zukunft kann jetzt beginnen. Hier, ich gebe dir zurück Sachen aus der Vergangenheit. Dein Palast jetzt noch schöner, König Chris. Vielen Dank. Dann bin ich ja mal gespannt. Nun, ich schätze, es ist ein Upgrade. Ich mag sie, sie meinten, im nächsten Tomodachi kann man gay sein, dann kam die eins. Nintendo hating gays so much, they stopped making games challenge. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwie doof, so. Aber passt schon. Das Ding ist, ich glaube, ich habe keine Zeit mehr für Schlummerdörfer, weil ich dieses blöde Fossil einfach 8 Jahre gesucht habe und immer noch nicht gefunden habe. Und ich muss auch das Video schneiden. Daher, mir läuft ein bisschen die Zeit davon. Plus, wir backen gleich und ich muss die Küche noch vorbereiten. Plus, irgendwas passiert bestimmt noch. Daher würde ich einfach sagen, ihr postet einfach Schlummercodes zu Dörfern, die cool sind, unter dieses Video. Und dann werde ich da morgen vorbeischauen und dann einfach ganz viele, 1 Million Dörfer in einem Video angucken. Und das wird cool. Daher gehe ich jetzt ins Video schneiden und gebe einen dicken, fetten Mittelfinger an das Fossil, das einfach nicht auftauchte.